Heyo und willkommen zurück zu einer weiteren Partie Zombies Age My Neighbors. So, im letzten Part haben wir ein neues Passwort bekommen, allerdings das Level, wo wir jetzt, ich glaube, das wird gleich das erste sein, das ist übelst schwer. Da ist nämlich ein Baby, dazu kommen noch die Ameisen, die an sich schon super schwer zu besiegen sind. Und noch viele andere Kreaturen, das heißt, es wird nicht einfach. Vielleicht wäre es sogar logisch oder besser, wenn man tatsächlich das andere Passwort wieder benutzt. Das heißt, man wäre dann Level 21 oder so, könnte aber in dieser Runde eventuell Tränke und alles einsammeln. Weil momentan, ihr seht, ich habe gar keine Waffen so. Ne? Das ist doof. Und wenn ich das Baby besiege, kommt da automatisch das Baby raus, welches ich einsammeln soll. Und ich kann die Ameisen so eigentlich nicht besiegen. Das heißt, das Passwort ist eigentlich blöd. Mehr als blöd sogar. Und die Frage ist auch, ne? Ob, oh, scheiße. Ob man das Baby eine gewisse Anzahl treffen muss oder ob es HP hat, also Lebenspunkte, und die abgezogen werden müssen. Aber ich tippe mal und tendiere mal einfach auf die Treffer, die man dem Baby zusteckt. Könnte es gut sein. Wie soll ich denn. Ja, endlich nimmt das. So, hier ist das. Ja, ich habe gar keine Chance so. Ich glaube, ich muss wieder das andere Passwort nehmen, weil so habe ich einfach keine Chance. Ist einfach so. Ich glaube, so kann ich es nämlich nicht schaffen. Wow, ich wurde noch nicht zerquetscht vom Baby. Es sei natürlich mit diesem Trank. Wenn ich dann Affe werde, kann ich ihn super oft treffen. Letztes Mal bin ich sogar noch. Habe ich gedacht, die Zeit wäre um und bin dann weggegangen und hätte in der Zeit den richtig attackieren können. Ach, verdammt. Super, wenigstens habe ich die beiden umgebracht, aber die respawnen sofort, das ist das Problem. Ah, das ist schwer. Haben wir hier irgendwo noch einen Trank, den ich benutzen könnte? Den Survival, Orientierungs-Navi brauche ich gar nicht aufrufen, weil das ist das Baby, wie gesagt. Ah, hier kommen wieder Ameisen, ey. Gibt's ja nicht, diese Orns. Das gibt es nicht. Ich brauche jetzt einen Trank, dann werde ich ganz. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Mann, das ist blöd. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal das alte Passwort da. Weil das geht eigentlich relativ schnell, oder? Da sind nur jeweils immer zwei Survivor und ich weiß ja, wo die sind. Das heißt, es wäre im Großen und Ganzen eigentlich gar kein Problem. Wenn ich es dann geschafft hätte, würde ich ein Safe State machen. Eigentlich will ich bei so einem Spiel kein Safe-State machen, aber wenn das jetzt so brutal ist, weil dieses Passwort, das ist total blöd. Weil man kann ihn nicht besiegen, man hat gar keine Waffen richtig, man hat keine Tränke. Ja, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen würde ich sogar mal sagen, kann man, wir open mal den State, hier, den habe ich immer. Ein Safe-State immer am Anfang, weil Passwörter, ne, weißt du, brauche ich eigentlich gar keinen Safe-State richtig. Dann setzen wir jetzt das alte Passwort ein, und zwar PXBG. PX und B, na, B und dann das G. Und dann starten wir mal. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich Level 21 oder Level 20, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wir sind dann Level 21, da können wir aber Tränke sammeln, was super wichtig an sich ist. The day the Earth run away. Ja, 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 genau, vor diesen Aliens. Das hier ist auch wichtig, diese Wasserbomben, damit können wir die Ameisen super schnell besiegen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ne? Und das Baby können wir damit eigentlich auch fast immer treffen. Weil wenn das da zum Beispiel stehen würde, Alter, lass mich ruhen, dann würde ich es treffen, wie gesagt. Wäre also gar nicht so schlecht schon mal. Und ein Trank? Auch nicht. Ich freue mich jetzt eigentlich über jedes gefundene Item. Einzelne war was tot. Na, ganz toll. Fängt gut an. So, hier unten kann man auch noch reingehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ne, das lassen wir mal. So, diese Teile kann man nicht zerstören, das ist das Problem. Denn die töten oftmals Survivor. Das ist das Hauptproblem hier. Ich glaube, ich rette den Survivor erstmal. So. Oh. Gibt's ja nicht, lass mich doch mal in Ruhe. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich glaube, der stirbt jetzt sogar. Warte, warte. Ich versuche den zuerst zu retten. Ja, ich habe ihn gerettet. Ich gehe noch nicht ganz durch, denn da ist ein Clown. Und, oh ja, die Clowns, die sind sehr wichtig. Da kann ich sogar das Baby mit verwirren.
quasi. So, hier ist nichts drin, das ist schade. Schade, schade, Schokolade. Oh ja, super, das ist auch sehr gut. Ah, das dauert zu lange, oder? Ach, gut, mach mal. Ich drück mal kurz Escape und save das hier einfach schon mal. Wie gesagt, ich mache das jetzt mit Save State. Es geht wahrscheinlich einfacher, wenn ich F1 oder so drücke, aber damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Bevor ich das irgendwie drücke, mache ich es einfach erstmal so. Sieht zwar hässlich aus, aber ich werde dann nochmal gucken, wie man das besser machen kann, dass das nicht so eklig aussieht, ne? Weißt du? So, jetzt sind wir im nächsten Level. Ich hoffe, wir verlieren wenig Leben und sammeln auf jeden Fall Tränke ein. Das braucht. Oh, Alter, ich weiß gar nicht, wie viele Level. Ich glaube, so Level bis Level 30, oder? Wenn es höher geht, dann. Not bad, not bad. So, Schlüssel wieder. Hier, komm, setz mal noch einen Schlüssel ein, nach dem Chat. Habe ich ja einmal gemacht, aus Versehen. Gut, hier weiß ich ja, wo die sind. Ach ja, da ist ja nur einer. Aber hier will ich nicht groß was einsammeln. Ich gehe jetzt einfach weiter hier. Hier will ich einfach nur durchgehen. Weil hier gibt es auch keinen Trank, der mir jetzt einfällt. Und, oder wenn, dann müsste ich eventuell mein Leben opfern. Das ist mir ein zu großes Opfer. Ein zu großes Opfer. So. Der Archäologe, den nehme ich mal mit. Mal sehen, was es hier noch gibt. Ich habe null Schlüssel. Aber ich glaube, ich könnte hier ja, wie gesagt, zurück. Boah, es war knapp. Ja, nehmen wir mal ein Telefon mit. Ein bisschen Score. Kann nie schaden. Hier ist ein geheimer. Eine Bonuswelt. Ach, hier komme ich da durch. Aha. Interessant. Ist hier irgendwo ein Trank, dann würde ich weitermachen. Da ist ein Trank. Aber da ist auch dieses komische Etwas. Nee, komm, ich gehe zurück. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst und wird getroffen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Angst. Nein! Lass mich in Ruhe, du vergiftet. Ah, endlich. Das ist ein Schlüssel? Nee, komm. Egal, ich geh jetzt weiter. Und auch hier machen wir wieder ein Save State. Haben jetzt hier nicht wirklich was eingesammelt. Aber der Trank, nee, das ist mir zu gefährlich. Das mache ich nicht. Das mache ich ganz einfach nicht so. Level 23 und danach kommt Level 24. The Case of Mystery. Wo habe ich denn den Trank eingesammelt? Egal, jetzt habe ich wenigstens ein paar mehr Waffen. Und eine höhere Chance. Komm, warte, ich save mal hier jetzt. Ich werde hier wahrscheinlich irgendwie verkacken, aber ich suche jetzt einfach mal nach. Ach, die ist ja geil, die Waffe. Die ist ja stark. Ich suche jetzt erstmal nach Tränken. Und die brauche ich auf jeden Fall. Ich hoffe, die kann ich hier finden. Aua. Oh, ey. Boah, hallo. Jetzt muss ich die richtige Waffe erstmal wieder auswählen. Oh oh, bin fast tot. Ich hoffe, ich bekomme gleich ein Medikit hier irgendwie. Denn ich will kein Leben opfern. So, in der Blase gefangen, aber der ist noch nicht tot. Das will ich doch gar nicht. Lol, gegen Ameisen zieht das richtig viel ab, aber gegen Zombies, die leben noch. Das ist ja komisch. Wie gesagt, jede Waffe hat seine Vor- und Nachteile. Das ist ja klar irgendwie. Ein Survivor ist schon tot, das ist nicht gut. Mal gucken. Ne, hier ist nichts mehr, okay. Ich dachte, ich kann hier noch ein paar Tränke einsammeln. Der Fragezeichentrank in diesem Einkaufszentrum, wo das Baby auch ist, das, fängt fest und bin tot. Naja, gut, jetzt habe ich ein Leben verloren. Ich save das insgesamt noch nicht. Weil ich werde hier wahrscheinlich eh jetzt abkrepeln. Ja, toll. Ach, super. Dieses Mal ist der anders platziert. Das heißt, wir können hier locker durchgehen. Sind ein Level weiter am Leben verloren. Deswegen save ich noch nicht, weil wegen diesem Leben. Ich glaube, die Items haben sich gar nicht so gelohnt. Hat sich das jetzt gelohnt insgesamt? Ich habe ein Leben verloren. Ja, doch schon irgendwie, ne? Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder normale Wasserbomben. Ja, doch schon. Vielleicht habe ich Glück und das ist random. Ach nee, wir sind hier noch drin. Super. Ich weiß nicht, ob ich helfen soll. Ich habe ein Leben verloren. Mit einem Leben mehr wäre es viel, viel besser. Hat man mehr Chancen und alles, weißt du? Deswegen überlege ich gerade so ein bisschen. So, hier ist es gefährlich, die können mich noch zu kreuzen, sich weiterentwickeln, sage ich mal dazu. Hier gibt es auf jeden Fall einen Trank, glaube ich. So, weg. Oh. Sieht mir so viel unnötige, blöde Kacke ab hier, ey.
So, eins weiter wieder. Naja, naja, naja. Ist hier irgendwo ein Trank vielleicht? Boah, Alter. Oh, die sind sowas von listig. Da ist die einzigste Überlebende. Da gehen wir jetzt mal kurz hin und retten die. So. Gehen natürlich noch nicht durch, denn hier gibt es auf jeden Fall einen Trank, das weiß ich noch. Oh ja, da ist er. Da ist er, da ist er. Ja! Ja! Supi dupi cool! Zack. Oh. Medikit wäre jetzt auch überhaupt nicht schlecht. Wie jetzt? Auch ein Masterschlüssel? Oh nein, ich bin doch da vorher irgendwie anders reingekommen und habe einen Trank geholt. Das ist ja richtig doof. Da oben ist ein Medikit. Und die spawnen hier so schnell, ich komme gar nicht hinterher mit dem. Dann mache ich einfach mal hier ein bisschen kaputte. Jetzt kommt der auch noch dazu. Ja, ein Fragezeichen-Trank. Super, jetzt kann ich das Level von mir aus beenden. Ich habe ein Fragezeichen-Trank, das ist sehr gut. Kann natürlich oder muss nicht immer bedeuten, dass es auch ein Monster automatisch ist. Boah, ey, jetzt kann ich die gar nicht mehr treffen. Was ist denn hier los mit mir? So. Ist schon schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht zu safen. Rein theoretisch habe ich... Ach so, ich bin hier irgendwie noch. Ah, muss ich einmal hier rum. Ich komme leider nicht zu dem Trank, das ist schade. Jetzt sind sie auch weg. Ach komm, weißt du was, ich safe einfach. Das ist jetzt vielleicht mit Risiko behaftet, aber ich glaube, wir können es schaffen, wenn ich mich nicht ganz so doof anstelle. Selbst mit einem Leben könnten wir es schaffen. Das Passwort, ja, das habe ich mir aufgeschrieben, aber das ist nicht unbedingt immer gut. Also ich glaube, ab jetzt müssen wir tatsächlich mit Save States arbeiten und eben nicht mehr mit den Passwörtern, weil die blöd gesetzt sind. Level 25, Look Who's Shopping. Gucken wir mal, wer da wirklich shoppt. Natürlich, unser Freund. Unser Freund in Spee. Nein. Ah, da ist es. Glück gehabt. Hier ist auch ein Fragezeichen-Trank. Und hier safen wir mal. So, und jetzt setzen wir den Fragezeichen-Trank schon. Oh, nein. Jetzt. Das ist so schnell respawn hier. So, jetzt setzen wir es mal ein. Hoffen wir, dass es... Okay, was passiert, wenn ich jetzt Open State mache, ja, und den jetzt einfach nochmal trinke? Das ist, jetzt rennt er schnell und vorher auch, Fragezeichen. Und? Ach, jetzt hat es was abgezogen, das ist random, super. Das ist natürlich richtig gut. Dann machen wir das schön mit Open State und so einen Spaß hier. Warte. Jetzt kommt er nicht und es ist... Unbesiegbarkeit, aha, aber ich will hier den Affen haben. Jetzt ist Schnelligkeit. So, jetzt gehen wir nochmal weiter nach oben. Vielleicht ist hier irgendwie jetzt mal ein Affe. Komm schon, ich brauche einen Affen. Das ist Schnelligkeit. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt muss ich nämlich warten, bis das ein Werfer wird. Ein Affe, bitte ein Affe. Ein Affe an die Kasse 7. Ein Affe an die Kasse 7. Geh ich erstmal weiter hier. Und. Boah, jetzt hat es mir was abgezogen. Das wird so, glaube ich, nichts. Wieder Open State. Ist jetzt vielleicht ein bisschen billig, um ehrlich zu sein. Nehmen wir das nochmal, obwohl wir im Schlüssel, ne? Treffer, glaube ich. Ach so, wir brauchen auf jeden Fall eine Bazooka. Okay, warte. Komm schon. So. Super, das löst sich also nicht aus, auf, wenn man einen Gegner trifft. Das geht nämlich dann noch durch. Das ist sehr gut. So, wir safen hier wieder. Und jetzt aktivieren wir es mal. Ah, und der zweite.
So bringt man sich auch selbst um. Ich glaube aber, man konnte sich doch auch irgendwie dann zum Werfen auf jeden Fall machen. Gab es einen Trank. Oder ist das wirklich... Oder ist das hier gar nicht mit einbezogen? Das ist ja komisch. Shit, ich dachte... es sieht nicht gut aus. Komm schon, werde zum Wehraffen. Warum geht denn das jetzt nicht? Es will nicht funktionieren. Okay. Alles hat bisher geklappt, außer der Werfe. Die hat nicht geklappt. Ja, Alter, ich mach ihn gar... Ich könnte ihn so platt machen, wenn ich irgendwie so quer bin. Gerade war es nicht schlecht. Schon wieder getroffen? Vielleicht geht's nach HP, dann wäre er so gut wie down. Oder dann ist er so gut wie kaputt. Kaputt, Junge! Whee! Clowns! Jetzt kommt das blöde Baby gar nicht mehr hier irgendwie. Das ignoriert auf jeden Fall die Clowns. Ich dachte, es würde darauf anspringen. Gut, ein Leben hätten wir noch. Na, na, na. Ich will nur mal gucken. Ja, nicht schlecht. Vielleicht kann ich ihn wirklich damit umbringen. Warte, wenn das jetzt klappt und der nach zwei Schüssen tot ist. Ich habe ihn nicht getroffen. Mann, der ist echt stark. Warum wurde das zu keinem Affen? Warum? Schnelligkeit, Gesundheit, Selbstmord, Suizidversuche, aber kein Affe. Das ist doof. Und ich helfe ihn gerade gar nicht mehr. Jetzt habe ich ihn getroffen. Was habe ich denn noch so? Achso, das hier. Ja, ich muss jetzt alle mal legen. Ah, dieses Baby. Boah, schade. Ja, das war's. Bin tot. Oh gut, Open State. Ich weiß nicht, warum wird er nicht zum Affen? Muss er irgendwie... Komm schon, warum wirst du nicht zum Affen? Ich habe ihn so oft mit der Bazooka getroffen. Damn. Getroffen. Komm, Safe Staten. Das ist echt so billig. So. Die Ameise umbringen. Kill the Ant! Getroffen. 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 Safen. Boah, das sieht gut aus eigentlich. Huch, nee, ich wollte schießen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Getroffen? Nicht getroffen. Ne, doch nicht getroffen. Mist. Ah, sammeln wir auch rein. Anscheinend müssen wir ihn tatsächlich mit Bazooka töten. Und die Bazooka zieht wahrscheinlich mehr ab als andere Items. Weil, wenn die hier so liegt, habe ich irgendwie das Gefühl, ja, das müsste so sein. Und das Baby ist gerade verschwunden. Da ist es ja. Hallo, Baby. Da kriegt man mal einen Trank. Dann sind ein bisschen wieder gefüllt. Ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich eine gute Taktik, oder? Braucht man noch nicht mal einen Werfen für. So. Komm! Baby, oh komm doch. Baby, oh komm doch. Ah, ich treffe das nicht. Jetzt habe ich es getroffen. So. Oh, sag mal. Ey, sag mal! Jetzt hat er mich fünfmal hintereinander getroffen. Ich bin ein Zombie. Und die Richtung. Ach, der geht von alleine. Super. Ah, das gibt's auch. Ist ja... Das ist wahrscheinlich so selten wie der Affe. Ach, genau. Genau, geh einfach in die Ameise rein. Aber ich werde nicht getroffen. Der Gegner trifft mich irgendwie gerade nicht. Der interessiert sich gerade nicht für mich irgendwie. Und irgendwie werde ich gerade auch nicht mehr zum Menschen. Hallo, ich will wieder Mensch werden. Ich will kein Zombie sein. Jetzt bin ich so lange Zombie, bis ich tot bin. Oder bis ich einmal getroffen bin oder was. Ach nee, es geht wieder. Oh nee, ich wollte das machen. So, wieder getroffen. Wieder getroffen. Aber das Baby überlebt einfach immer wieder. Jetzt habe ich nur noch die blöden Wasserbomben hier. Und down. Ich glaube, ich habe noch ein Leben. Komm schon, Baby. Ey, das Level ist sowas von ultra schwer. Das ist unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so heftig werden kann. Ich dachte, das wäre einfacher. Komm, treffe ich. Nein, und es bringt das Baby um. Es hat das Baby umgebracht. Es lebt aber noch einer. Huh.
komm, stirb. Gib mir den Masterschlüssel. Hier soll irgendwo noch einer leben, ey. Alter, ich hab's geschafft. Junge. Junge, geil. Läuft. So, jetzt muss ich noch gucken, wo der leben soll. Wo hier noch irgendeiner leben soll. Ey, boah, ich lebe noch. Hilfe. Ist ja cool. Erstmal durchatmen. So, einmal hoch hier. Lüpp. Wo ist der letzte Überlebende? Würde mich sehr stark interessieren. Wahrscheinlich schön gesaved hinter einer Riesentür. Wo man einen Masterschlüssel für braucht, den ich zufällig habe jetzt. Hihi. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig wird. Wenn ich es jetzt geschafft habe, dann super. Aber ich glaube, ich habe nur noch ein Leben. Und ich habe wenig Lebensbalken. Sieht insgesamt schlecht aus. Und ich weiß gerade nicht, wo der letzte Überlebende sein soll. Den habe ich vorher auch noch gar nicht gesehen. Das heißt, es gibt zwei Überlebende. Aber das Baby wird von Anfang an nicht mit einbezogen. So. Ja, drücken wir mal schön. Wir sind ja solche Mörderer. Hier gibt es irgendwo einen Geheimweg zu einer anderen abgelegenen Stelle, wo eben der Survivor ist. Ich habe keine Ahnung. Mir wird gar nichts angezeigt gerade. Das ist irgendwie schade. Den kann ich wirklich nicht umbringen. Das ist blöd. So. Na, ich guck mal. Ne, hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung. Safe setten will ich eigentlich auch nicht. Mist! Wo ist der Überlebende? Wo ist der Überlebende? Hätte ich das jetzt auch mit dem Baby geschafft und das Baby eingesammelt? Ich safe state einfach mal und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.